Howdy, y'all, and thank y'all for coming. Today's ceremony marks a bittersweet occasion. One of the finest darn builders to ever grace this humble town will be leaving all of us. But he's off to a well-earned retirement. A few words, Mason? It appears our dear Mason is overwhelmed with emotion. Come on, folks, lighten up. A toast, then, to Mason and to new beginnings for the future of Sandrock. Ja, erstmal Hallöchen, meine Käsekätzchen. Oder auch nicht. So, jetzt aber Hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Ja, wir haben jetzt die Abschiedsfeier von Mason beschlagnahmt und ich bin aus Versehen in einen Trigger reingelaufen, in einen Triggerpunkt. Aber egal, was wollen sie denn? Bei den Sternen dein Vater da oben wie einen wahnsinnigen Zupf und Klimpern zu sehen? Naja, es erinnert mich an damals. Freundin? Ich wusste gar nicht, dass die beiden befreundet sind. Naja. Jo, sind die laut hinter uns. Jo, was ist das hier? Somehow this doesn't feel like a party. Come on, y'all. The music's great. Let's have some fun. We can worry about the town's prospects later. Why, yes, Owen. There's no need to worry about our prospects, as we have no prospects to worry about. Hey, Gramps. You're killing the vibe, man. What's with all the doom and gloom? Sandrock is on the up and up. You hear? Soon, everything's gonna be smooth sailing. I truly believe it. Justice is right. We have a lot to look forward to. Two new builders. Trudy's close to a breakthrough. Everything will be all right for Sandrock. Wer ist Trudy? Egal. Hallo, ich will zu Owen. Ain't this the package I ordered from by the stairs? Why are you the one out here delivering it to me? Arvio ist ein faules Stück. Ah, so you're helping Arvio. We'll take a Yakmo milk on the house. Consider it a little tip for me. Howdy. Herr Hallöchen, Handwerker, sieht so als... Hä? Oh boy. Dieser Sturm hat mein Sohn zusätzlich zur Bühne, hast du es wahrscheinlich nicht gemerkt. Hier fehlt etwas Wichtiges. Das Mondschild über den Sohn. Bingo, das Stadtbild von Sandrock ist ohne es einfach nicht dasselbe. Ich bin immer noch damit beschäftigt, hier alles zusammenzuflicken, also habe ich gehofft, du könntest es für mich finden und zurückbringen. Oder wenn es komplett kaputt ist, ein neues bauen. Aber lass uns nicht direkt aufgeben. Der Sandsturm ging hauptsächlich in Richtung der Yakmi Ranch. Kannst du mir helfen, das da zu finden? Naja, wegen mir. Super, wenn du dorthin gehst, achte auf Knallhühner, die sind nicht nett. Ich sehe sie als bewaffnet, beflügelt und gefährlich. Ach ja, von den Knallhühnern habe ich schon etliche besiegt. Wie auch immer, wenn du es findest, baue es bitte für mich. Mein Saloon ist ohne es einfach nicht dasselbe. Ach, das ist Sonne. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Arvio. Das andere können wir nebenbei machen. Ein bisschen geht. Hallo Nemo! Hi, mein Süßer! Hallöchen! Habe ich wieder was Schönes für dich? Ich weiß nicht, was isst denn du so gerne? Na, Milch wird es nicht sein. Was ist das denn nie? Habe ich kein Fleisch, doch. So, was sollte ich? Ich sollte zur Jagdfarm, ne? Warte mal kurz. Ich muss mal... So, danke.
Ich habe jetzt wirklich eben gelesen, verdrecktes Knallhuhn. Okay, dann machen wir mal schon mal Action. Feuer frei. Hallo. Switch, Mensch. Also manchmal reagiert das nicht. Ich will es nicht aufräumen. Ich wollte das eigentlich aufbauen. Jetzt. Der macht's nicht. Hallo. Na endlich. Das ist toll. Ganz, es ist wieder ganz. Haha. Oh, hier. Owen ist gut, der gibt mir jedenfalls ein bisschen mehr Gold. Die anderen, die sind ja immer so geizig. Stop the train. It's in the back, I'll go. Everybody hands up. Nobody moves. Hey now, hands up. No funny business. Well? I got it. Let's go. Freeze, Logan. We got you now. Good day. Consarn it. Not again. Ach so, okay. Ich will erstmal den getrockneten Fisch. Entschuldigung, wenn ich das meine. Da kann ich den gleich dann zu Dings geben. Das sieht komisch aus, wie ich den da halte. Dann nehmen wir lieber das hier. Nee, oder noch besser das. Das sieht besser aus, so. Hallo, was geht denn hier so ab? So you're telling me you didn't see anything. Du willst mir also sagen, dass du nichts gesehen hast? I saw a fire in that man's eyes. A burning desire for vengeance that sent chills through my very essence. All right, pal. Did you see anything that will hold up in a court of law? Not to that effect. No, I didn't. So let me get this straight. None of y'all saw him take anything. Nobody got robbed? Excuse me, Captain, sir. Ernest, Atara Times. Would you be able to comment on all the wild allegations surrounding this incident? Who is this Logan, and what are his motivations? Do you believe he may be in possession of weapons of mass destruction? Atara sagt mir auch schon irgendwas. Das haben sie so schön bei Porsche auch schon erwähnt. Dang, you don't get out much, do you, partner? First off, I'm the sheriff around these parts. Captain's the cat. Second, I'm the one asking the questions here, not the other way around. Genau, Justice. Zeig, was du... Dang reporters. Almost made me lose my train of thought. Train? Ah, yeah. The train robbing. Or lack thereof. Well, we still got him for attempted hijacking, resisted arrest, unlawful use of firearms. I'll add it to the pile. Y'all are free to go. And remember, if any of y'all think of any info you think we can use to catch Logan, run on back to Civil Court, double time. Wer ist denn das? Wo kann ich den mal sprechen? Mit denen kann ich nicht sprechen. Wait to get out of this place. Ach, das sind NPCs, NPCs sozusagen. Hä?
Jan kann ja erstmal ein bisschen da stehen bleiben. Da hat er seine Klunten jedenfalls nicht auf dem Schreibtisch drauf, ne? Owen und Jan. Okay, wir gehen erstmal dahin. And so you see, that mischievous little Mian made a teensy little mistake. When she said that we don't charge for overnight commissions, what she meant to say is that actually we do. Ach, die wird doch so ausgesprochen. Ich habe gedacht, ich spreche sie falsch aus. Sie wird aber wirklich Mian ausgesprochen. In fact, that's an understatement. We charge out the wazoo for overnight commissions. Yeah, yeah, I know all about the overnight policies. It's just that Mian said she thought she could get us a discount. Yes, well, she's been overruled. Sorry, old pal, but if we made an exception for you, we'd have to start making exceptions for everyone. And that would be... Yeah, well, I wouldn't want to shortchange the good folks over at the Commerce Guild. That's what I love about you, Owen. Always so perfectly punctual with your payments. Well, I must be going. My employees won't reprimand themselves, don't you know? So long. Welche Angestellten? Meint er uns und Mian? Hallo, komm ich klar? Hallo? Oh, hey, you've come at just the right time. So, the wildest thing happened. Grace had a little spat with the oven and, long story short, blew the whole kitchen to smithereens. Don't worry. Everyone's fine. And luckily, Mian was available to help out with damage control. Er sagt jetzt wieder Mian. Der Jan, der hat Mian gesagt. Na, wie heißt die denn jetzt nun? Nee, die ist hier hinten. Oh. I just need to put in a bit of salt. Thanks, boss. I don't think we've been properly introduced. I'm Jensen, the conductor of the Sandrock train station. Nice to... Gut. Catch you later. Entschuldigung, dass ich dich... Was willst du jetzt so? Erzähl. Wandering around aimlessly, eh? That is so you. Great news. I've got something you can do right here. Dieser Jan ist mir irgendwie sehr unsympathisch. Knarzkopf. Aber seine Klumpen immer auf den Schreibtisch tun, das kann er. Yes, I was hoping to run into one of you builders. You see, that pesky Logan has struck again. More specifically, he struck this here train window. And, yeah, you know the drill. Guess who needs to fix it? Hm, du vielleicht, weil du eigentlich auch ein Handwerker bist. Jensen called me over all in a huff. Where, my poor widow Twain? Normally I wouldn't entertain, let alone reward such babery. But Matilda was standing right there. So, yeah, better get it done quick. But all of that is neither here nor there, since you're here, clearly with nothing better to do. So you'll have no trouble accepting this commission. The train is stopped now at the station. Just get some glass and fix the window. Should be easy as pie. Well, off you go then. Scoot. Come see me when it's done for your pay. Ja, das Problem ist aber, wie kriege ich Glas kriege ich mit Sand her? Okay, steht drauf, aber ich glaube, ich muss bestimmt ein der Ofen wird das nicht schaffen, das glaube ich nicht. Doch, schafft er. Okay. Ich habe nichts gesagt. So. Na, reparieren wir mal die Huschi-Huschi-Bahn, ja, würde ich mal sagen. Wo muss ich denn da hin? Ach, da hinten muss ich hin. Bitteschön.
Was ist denn da hinten los? Ernest und Mabel. Excuse me, ma'am. Might I have a word? I'm new to Sandrock and I would be remiss to pass up an opportunity to speak with a dignified-looking damsel such as yourself. My stars! Did you listen to that? I reckon that must be the phrasings of a bona fide Atarin gentleman. Ain't nobody talks fancy like that around here. Well, what can I do you for, newcomer? Looking for good eats? Or just a place to kick up your heels? I've been ranching these parts for more than 20 years. Reckon I ought to know a thing or two by now. Just ask our builder here. I believe you. I'm Ernest, by the way. I'm here on the behalf of the Atara Times. I was hoping to do a piece on that bandit fellow who's been giving you all so much trouble. Would you care- Oh, I reckon you mean Logan. Mr. Ernie, sir, I don't suppose you were on that train, were you? You still want to catch up with that rascal? Well, here's my way, then. You'd do best by packing your bags. That Logan's a wanted man, and he likely won't take kindly to a fancy-talking, pants-wearing, city-slicking Point Dexter snooping around. Nope, if you want to write about something, write about the scenery. Try some of our Yakmol sausage. It's so good, people all the way from Portia make their way over to stock up on it. Logan, forget about it. Wait till the Corps catches him, then ask him yourself. Ah, guck mal, Porsche ist jetzt so, wurde jetzt auch mal erwähnt, ist ja cool. Oh, du stehst mal, wie kommt denn das? Oh, fix that window, eh? Oh, splendid. Another fine contribution to Sandrock on behalf of the Commerce Guild. I'm sure they'll have a few kind words to throw my way at the next fireside, eh? Ach, so ist das. Drecksack. Okay, dann sag ich jetzt erstmal schauen wir und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann heißt es wieder My Time at Sandrock. Na, gucken wir mal, was uns dann unsere nächste Hauptmission dann ist. Ciao. Ciao.